Härter, dynamischer, spektakulärer. Die fünfte Fulda Challenge wurde einmal mehr zur außergewöhnlichen Grenzerfahrung. Auf der Suche nach einem einzigartigen Abenteuer waren 10 internationale Teams in die weiße Hölle des legendenumwobenen Yukon Territory eingetaucht. Unter erbarmungslosen Bedingungen erstreckte sich die neu festgelegte Route vom südlichsten Punkt in Skagway, Alaska, quer durch die subpolare Tundra vorbei an Dawson City bis zum Polarkreis und führte dabei über eine Distanz von mehr als 2000 Kilometern. Mit hohem internationalem Medieninteresse ging der diesjährige arktische Zehnkampf erstmals mit einem prominenten Sportlerteam an den Start. Rallye-Champion Jutta Kleinschmidt und der Musiker und Extremsportler Joey Kelly bewiesen Teamgeist und kämpften gemeinsam gegen die Zeit, die Kälte und das eigene Belastungslimit. Bei arktischen Extremtemperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius demonstrierten alle hochmotivierten Teams Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer auf höchstem Niveau. Power und Leidenschaft dabei, der Fulda-Markenbotschafter Hans-Joachim Stuck forderte als Competition Manager der einzelnen Disziplinen Mensch und Material bis aufs Äußerste. Das unvergleichliche Extremsportabenteuer in der kanadischen Wildnis am Polarkreis setzte mit immer neuen attraktiven Herausforderungen die Limits für die Besten der Besten aus über 30.000 Bewerbern. Unter Aufbietung der letzten Reserven erzielten die internationalen Topsportler dabei täglich Spitzenresultate in den heftig umkämpften Einzel- und Teamwertungen. Angeführt von einem nahezu unschlagbaren italienischen Doppel, das mit einer exzellenten Vorstellung am finalen Entscheidungstag den Gesamtsieg für sich entscheiden konnte. Nach dem offiziellen Ende der Fulda Challenge 2005 traten dann die Fulda Markenbotschafter und die beiden prominenten Teilnehmer außer Konkurrenz auf ATVs gegeneinander und gegen die klirrende Kälte an. Ein packendes Rennen in den Straßen von Dawson City bei eisigen minus 44 Grad Celsius. Den spannenden Lauf beendete schließlich Striezel Stuck als Sieger. Vergoldet wurde das härteste Winterabenteuer der Welt mit den begehrten Klondike Nuggets, die das italienische Top-Team am Abend der Siegerfeier in Dawson City glücklich in Empfang nehmen durfte. Schwarz, breit, stark. Fulda, German High Technology.